Schönen Tag, Leute. Ich bin neu auf diesem Kanal. Ich lebe zurzeit in Thailand für immer. Ich kenne schon so viele, die in YouTube über Thailand reden. Meine Meinung ist, man kann nur lernen durch anderen und jedes Amt ist verschieden in Thailand. Aber von Lebensqualität kann ich sagen, von weltweit, es ist überall das Gleiche. Man muss nur so sehen, wo kann ich am besten leben. Ich habe in den USA 15 Jahre gelebt. Ich bin jetzt 10 Jahre in Thailand etwa jedes Mal hierher gereist und seit einem Jahr stehe ich hier fest. Mit Behörden kann man sagen, es war nicht schwer, es war auch nicht leicht, es ist das Mittel mit den Papieren, alles. Und zurzeit in Corona-Zeit ist es auch nicht leicht, in Thailand zu kommen. Da können, wenn man viele Fragen haben, ich kann die beantworten. Ich kann auch sagen, wie die Behörden hier sind, etwas wie die Polizisten. Viele meinten, man kann kein Land hier besitzen. Nein, Rechte haben wir auch als Ausländer. Und viele meinten auch, Thai-Frauen zocken ein App mit Gelder. Ist in Deutschland auch genauso das Gleiche oder woanders. Nur es kommt auf an, wie ist die Frau zu dir. Da können wir alles über solche Themen reden. Meine Frau kenne ich schon seit 4 Jahren und seit einem Jahr verheiratet. Genauso über die Krankenkasse. Es ist verschieden. Meine Frau ist Beamtin. Ich bin in staatlichen Krankenversichert. Ich zahle keinen Cent dazu. Wenn einer verheiratet ist, die bei der Stadt arbeitet oder beim Gouvernement, die sind mitversichert für die Familie. Zwar ist das ein staatliches Krankenhaus. Die Fürsorge kriegst genau das gleiche als für den privaten. Nur im staatlichen hast du wenig Englischkenntnisse oder Deutsch sprechen da wenig. Nur die Ärzte sprechen ein bisschen Englisch. Man kann da unterhalten und alles. Wenn man erste Klasse haben will, ein Krankenhaus, so wie in Europa, das sind Privatkrankenhäuser, die sind ziemlich teuer. Und wenn man eine Versicherung hat, na, da wollen wir mal sagen, die zahlen auch nicht alles. Darüber kann man auch ein Thema reden. Das ist das Gleiche in Deutschland. Man macht nur die Gesellschaften reich. Umsonst haben sie keine großen Häuser. Und ich bin zurzeit im Bauen, ein Haus. Ich habe mir 2 Reihen gekauft vor 3 Jahren. Meine Frau besitzt auch 2 Häuser. Und man kann vieles hierüber sagen und so. Genauso heiraten in Thailand, man kann darüber reden. Oder Behördengänge, wie ist das mit einem Autokauf, einem Kredit. Es gibt zweierlei, was für Kredite. Ausländer bekommen überhaupt keinen Kredit in Thailand. Außer wenn man Unternehmer ist und hat ein Vermögen. Das ist genauso wie ein Landkauf. Wenn man Unternehmer ist, darf man Land kaufen. Da kann man alles über ein Thema sprechen. Unternehmer ist hier zu gründen auch leicht. Nur ein bisschen Behörden, Laufereien und so. Aber leichter als wie in Deutschland und kostet auch ein bisschen Geld, aber nicht so viel in Deutschland, was man alles braucht. Ich war in Deutschland auch als Kleinunternehmer und das ist immer ein bisschen Unterschied zwischen Thailand und Deutschland. Auch mit der Kultur, wenn man so redet. Und ich kann über all Themen reden, was ihr wollt. Wenn ihr wollt, mit einem Thai-Pass kann ich auch reden. Ich weiß das, das ist schwer. Nur die Politiker, was in Thailand ist, die ändern das sehr schnell. Alles. Und wenn man in Thailand lebt, habe ich schon vieles gehört, mit 600 oder 800 Euro kann man nicht in Thailand leben. Nein, man kann leben. Man kommt nur darauf an, wie will ich leben. Lebe ich mittelmäßig in Armutverhältnisse
oder in reichen Verhältnissen. Es kommt mir darauf an, was ich habe. Ich habe eine gute Rente. Ich bekomme 3 Renten. Und ich lebe sehr gut. Meine Frau arbeitet, verdient auch gut als Beamtin. Man kann sagen, ich lebe in Mittelverhältnisse, so wie in Deutschland in Mittelverhältnisse. Nur in Thailand kann ich mehr von meinem Geld kaufen. Ich kann auch ein Auto kaufen. Das gibt kein Problem, wenn man ein Hausbuch hat. Man kann auch einen Kredit kaufen. Nur dann musst du auch mehr vorbeweisen, wie Rente, Guthaben, wenn du ein Haus hast. Das ist kein Problem. Viele wollen das nicht umschreiben, weil es schwer ist, beim Verkehrsamt das umzuschreiben. Aber es bieten die Leute an, du musst nur hartnäckig sein. Ich habe jetzt ein Auto gekauft, Toyota Rocco, das ist die Luxusausstattung. Kostet 1,3 Millionen Thai Baht. Zinssatz ist bei 1,5 bei 2,5. Kommt mir auf einfach für einen Händler, die bieten viel. Und die schreiben das auf meinen Namen. Die wollen dann nur wissen, habe ich einen Besitz? Ja, ein Grundstück besitze ich zwar, aber nicht auf meinen Namen. Ich habe es bezahlt. Aber das Haus ist auf meinen Namen. Das ist auch schon was. Und dann meine Rentennachweise. Dass, wenn du genügend verdienst, kriegst du das auch ohne Probleme. Die wollen ja was verkaufen, die wollen auch leben. Aber es gibt viele Thais, die bezahlen das nicht, die haben das Auto abgeholt und kannst sie auch billig kaufen. Und beim Hausbau, das ist ein bisschen mehr zu erzählen, wenn ihr es mehr wissen wollt über den Hausbau, können wir reden. Ich habe einen Architekt, der macht das alles, der macht auch nach meine Wünsche. Ist zwar ein bisschen teurer, aber ich habe nichts zu tun, die Leute sind gut, man muss auch rumfragen. Ich habe ja viele Anfragen gekriegt, mein Bruder baut ein Haus und er kann das machen. Aber das ist immer so, ich kenne ihn nicht und wie ist das denn alles so mit ihr, mit dem Papierkram, deine Wünsche, versteht er deine Wünsche, berät er auch und so. Vorher wollte ich in Yutong, aber es ist nicht schlecht, ist auch teuer. Ich wollte nur eine Isolation haben, dass das drin kühl ist, wenn das draußen warm ist, weil ich nicht so viel Energie verbrauchen will, weil Strom ist weltweit teuer, weil der Strom auf dem Markt ist wie eine Börse, es wird gehandelt. Und ich habe ein Mittelstandardhaus, ich bezahle für das Haus, das hat 180 Quadratmeter, 2,8 Millionen Thai Baht. Und ich habe eine doppelte Isolierung mit Tonsteine. Und Grundstückpreise ist auch immer verschieden, weil viele sagen, die Preise sind so, die Preise sind so. In Thailand gibt es keine Preise, so wie in Europa oder in Deutschland. Ich habe ein Grundstück von 2 Reihen, habe ich 600.000 Thai Baht bezahlt. Ist billig. Ich habe Straße, ich habe eine Teerstraße, ich habe Strom, ich habe jetzt Wasser gelegt gekriegt, ich habe eine Telefonleitung, was bei mir läuft. Ich lebe am Dorfrand. Ich habe jetzt 400 LKW Erde aufgefahren, damit das auf die Straße 20 cm bis 40 cm höher ist. Und das habe ich durch zwei Kompanien gemacht. Der eine war ein bisschen teuer, da hat ein LKW 320 gekostet. Dann habe ich gesagt, ich brauche so und so viel LKW. Der andere hat dann mir 300 geboten, hat auch eine bessere Arbeit geleistet. Er hat auch die LKW sehr voll gemacht. Und die Fläche hat er auch sehr gut abgezogen, nach meinen Wünschen, wie ich das haben wollte. Gerade, ich habe auch nachnivelliert, damit die Höhe stimmt. Es sind zwar ein bisschen so von 5 bis 6 cm, so manchmal unter von bis 3 cm, aber man kann sagen, es ist gut von Augenmaß. Und
wenn ich das erzähle, hier will ich einen Swimmingpool, füll das nicht voll, hat er auch gemacht, sehr gut. Und so. Dann habe ich einen See gemacht, der hat mir der Bagger die Stunde 1300 gekostet, der ist runtergegangen von 1500 Thaibaht auf 1300. Und die Erde wird noch verteilt, was der Bagger einen Graben ausgefüllt hat. Das ist 60 Meter, 4 Meter lang gewesen und breit 4 Meter. Und die Erde verteilt er nicht, das macht ein Träger. Das muss ich auch extra bezahlen. Er hat nur die Erde ausgehoben. Fünf Stunden hat er gebraucht für alles. Mit die Einfahrt 8 Rohre zu verlegen, 40er Durchmesser. Man braucht das nicht unbedingt, aber ist besser zu reinigen. Wenn das viel regnet, kommt nur mal 4-5 Jahre vor, dann habe ich den Graben wenigstens offen gehalten. Ein Land auffüllen muss man. Das ist, mal hast du wenig Regen, mal hast du viel Regen. Dieses Jahr ist das sehr viel gewesen. Aber es könnte auch noch mehr sein. Und man kann auch, wenn man verheiratet ist, das Land auch pachten. Und man kann auch pachten ohne fremde Leute. Aber da muss man vorsichtig sein. Es gibt gute Thais, es gibt schlechte Thais. Das ist genauso wie in Deutschland. Es gibt gute Menschen, wo man vertrauen kann oder nicht. Und zurzeit habe ich meine ganzen Behördengänge hinter mir. Ich habe den Yellow Book. Ich habe eine ID-Card von Thailand. Wenn man die hat, ist man schon halben Leben leichter in Thailand. Auch mit den Behörden kann man besser reden. Ich habe auch meine Heirat registriert in Deutschland. Die wollen das übersetzt haben. Ich bin nur zum Büro gegangen, habe gesagt, ich muss das auf Deutsch oder auf Englisch haben. Und das Übersetzen hat meine Frau gemacht auf Englisch. Und dann haben wir auch einen Stempel gekriegt. Auch so wie eine Urkunde, so was man da auch hier kriegt beim Heiraten, haben wir auch gekriegt mit einem Stempel. Das heißt, es ist wie ein Dokument. Und da haben wir 30 Baht nur für die Bearbeitung gezahlt. Das ist nichts. Und ging schnell. Eine Stunde, eineinhalb Stunden haben wir gewartet, dann war es fertig. Mit einem Führerschein ist das auch leicht. Man braucht nur einen Sehtest. Den internationalen Führerschein mit Österreich hat ein Abkommen. Da waren wir da, die haben was überprüft. Auch den deutschen Führerschein übersetzen lassen ist mir besser. Einer verlangt das, einer nicht. Bei uns wollte er es verlangen. Habe ich alles gemacht. Und wenn man im gelben Buch hat, kriegt man 5 Jahre. Dann braucht man es nicht 2 Jahre oder ein Jahr. Ging auch sehr schnell, da haben wir nur einen halben Tag gewartet. Kostet auf Auto 500 Baht und 500 für den Motorrad. Und mit Immigration, okay. Ich bin mit Touristenvisum reingekommen, weil ich dann mit dem Visum nicht lange warten wollte wegen Corona. Man bekommt so schlechte Antworten beim Bangkok Air Botschaft in Berlin. Dann muss ich dann auch ein bisschen warten. Das ist kein Problem gewesen. Und genauso wie mit der Rente, das ist steuerfrei. In Thailand zahlt man ein bisschen die Rente an Steuern, nicht in Deutschland, aber man muss eine Bescheinigung holen aus Brandenburg, die Steuerbefreiung. Das kann man alles über ein Thema reden, das ist ein langer Thema und so. Genau, die Rente, die kriegt man voll überwiesen. Ich habe es mich in Deutschland abgemeldet, damit ich die Krankenkasse nicht voll bezahlen muss und die Pflegeversicherung, allen drum und dran, das sind immer 14%, was man spart. Das sind bei mir über 100 Euro. Und Bank kann man in Deutschland
Schläge haben, dann höchstens über eine Internetbank, wenn man abgemeldet ist. Weil das nach dem deutschen Gesetz ist, hat keine Meldeadresse in Deutschland, können Sie sich kündigen. Und das haben Sie bei mir gemerkt. Ist auch kein Problem, meine Rente wird überwiesen. Das ist immer am 3. oder am 5. auf mein Konto in Thailand und sogar billiger. Ich bezahle nur die Wechselkurs. Die Rente wird ganz überwiesen, das ist 8,50 Euro, was ich bezahle für einen Transfer. Und wenn ich das umrechne, was ich im Konto in Deutschland bezahle, das sind 15 Euro. Theoretisch habe ich von meinen ganzen drei Renten ungefähr gut 30, 40 Euro Verlust. Aber das ist besser, als wenn ich jetzt mit der Karte hier gehe und dann sind die Gebühren teurer, als wenn ich meine Rente direkt überweisen lasse, weil die Rentenkasse zahlt weniger, nur Betriebsrente. Das einzige Problem, wenn die Lebensbescheinigung zu lange dauert, wird ein Geld gespart, aber zahlen sie nach. So wie bei mir haben sie ein bisschen Probleme gehabt, dann kam es Ausreden, nur der Deutsche Postservice für Rente. Bekommt man keine gute Information, so wie bei mir. Ich habe da ganz schön hinterhergelaufen müssen. Und jetzt läuft das erstmal regelmäßig. Ich hoffe, dass das nicht wiederkommt. Post nach Thailand kann man von Thailand nach Deutschland zuschicken. Wenn das behördenmäßig ist, kannst du 4 bis 6 Wochen warten. Es geht zwar schnell, die Behörden in Deutschland arbeiten sehr langsam, was ich schon immer sagen würde. Und das wettermäßig kann man ja sagen, so jetzt um die Zeit, so im September, ist es ein bisschen heiß. Von November bis Februar ist das angenehm, besonders morgens und abends. Mittag ist das ein bisschen so über 30 Grad oder 30, 28, immer verschieden. Und von April bis Juli ist das sehr heiß, dann hast du die Regenzeit hier von Juli bis September. Dann ist das sehr schwül, aber wenn man hier schon länger wohnt, gewöhnt man sich an den Klima. In Amerika ist das auch sehr heiß im Sommer und durch das, da ich da 15 Jahre gelebt habe, habe ich auch keine Probleme hier in Thailand. Nur das schwüle Wetter, was hier ist in Thailand, da gewöhnt man sich auch dran. Man hat eine Lebensqualität sehr hoch hier in Thailand. Leute sind freundlicher. Ich lebe in Isam, da sprechen wenig Englisch. Leider. Meine Frau spricht sehr gut Englisch, aber leider nicht Deutsch, weil sie will das lernen. Und man muss hier auch viel kämpfen, genau das Gleiche, aber es ist hier ein bisschen leichter als woanders. Nur man muss immer aufpassen auf ein Visum, das ist ein Problem, aber man hat einen Vorteil und Nachteil. Genauso wie 400.000 Thai-Baht oder 800.000 Thai-Baht bei nicht verheirateten auf dem Konto lassen. Ist zwar hart, aber wollen wir mal so sagen, jedes Land ist anders. Und auch, dass man jedes Jahr ein Visum bezahlen muss, auch wenn man verheiratet ist, das muss man in Kauf nehmen. Das sind Kleinigkeitsbeträge. Da soll man sich nicht anstellen. Und wie viele denken, Europäer sind reich, denken viele Thais, meine Frau nicht. Die hat mich geheiratet aus Liebe. Und man kann viele Themen darüber reden, nur die Zeit ist leider zu kurz. Aber ich spreche gerne Themen an, was ihr wollt. Ich gebe gerne Informationen durch meine Erfahrung. Es gibt zwar viele in YouTube, die was erzählen, man kann nur was da lernen. Man kann sagen, ja, das ist das gewesen, das ist das gewesen. Aber hier in Thailand ist jedes Amt anders. Es steht zwar drin, wie das ist, aber es liegt immer an den Sachbearbeiter, wer da arbeitet. Das ist das Problem. Genauso mit den Heiratspapieren. Wenn ich so sehe, was ich in Bangkok haben muss oder was ich hier in meinem Amt muss,
Das ist immer verschieden. Jeder ist immer verschieden. Auch beim Verkehrsamt. Der eine ist leichter, der andere ist nicht leichter. Bei Immigration genauso. Ich habe keine Probleme gehabt. Auch mit Touristen. Wieso sehen sie nicht gerne? Das ist, ich bin ein Teil eher in Amerika auch mit Touristenvisum gegangen. Ich habe eine Amerikanerin mal geheiratet. Das ist jetzt meine dritte Ehe, praktisch meine vierte. Ich war schon ein Jahr verheiratet mit einer Thailänderin. Und von behördenmäßig, von allen, von Papiere, von Ausländeramt, finde ich Thailand ist zwar ein bisschen hart, als wie in Deutschland. Deutschland ist lächerlich gewesen. Wenn ich das so sehe, wo meine erste Thai-Frau in Deutschland gelebt hat für 1,5 Jahre, fand ich unser Ausländeramt lächerlich. Die überprüfen nicht, hier wird überprüft. Und genauso, wenn man übersteht, muss man hohe Strafen zahlen. Oder wie man Königbeleidigung, kann man lange in Gefängnis gehen. Politik muss man hier nicht viel öffentlich reden. Besonders, wenn es über den König ist. Mich stört zwar auch ein bisschen, was die Politik ist, aber ich muss damit leben. Aber um mal so sagen, der deutsche Politik ist auch nicht mehr so wie woanders. Jeder will nur Geld füllen und geht nicht nach deiner Meinung, wie du es haben möchtest. Das kann ich auch begreifen, aber ich kann kein Land runterwirtschaften, was jetzt Deutschland oder auch Europa macht teilweise. Und Thailand ist es genau das Gleiche, was jetzt mit den, die leben ja viel von Tourismus. Die haben viel Industrie hier auch, was aus China kommt. Wenn man so alles so sieht, so, Thailand ist kein armes Land, kein Entwicklungsland. Die haben schon was, die machen schon was. Und es dauert lange. Und viele verstehen das auch nicht, wie ist das Land aufgebaut worden. Die haben nie eine Kolonie gehabt. Nie. Das Land ist nicht arm. Die haben auch hier Edelsteine, Öl, Kautschuk, viel Kaffee. Die importieren auch viel. Und nur, es ist kein Sozialstaat wie in Deutschland. Das muss man abschminken. Aber es gibt andere Vorzüge, was du in Deutschland nicht bekommst. Freiheit hast auch in Deutschland nicht. Das heißt immer, ja, man ist frei, auch nicht so, wie man so denkt. Da habe ich schon andere Länder gesehen, wo du eine Meinung äußern kannst, so wie Amerika. Da kannst du sagen, alles, auch bei der Behörden, was ich gemacht habe. Nur was du, wenn du viel erreichen willst, auch in Thailand, immer freundlich, immer freundlich. Und wenn sie nicht wollen, was du willst, oder die verstehen das nicht, was deine Rechte sind. Es gibt welche, die haben Probleme mit ihrem Hausbuch. Da kann man immer wieder kommen und fragen. Wenn nicht, der Nächste, der Nächste. Das gibt auch einen Vorsitzender oder einen Chef, wie man sagt. Dann spricht man den an. Man holt sich einen Termin. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja, und man kann auch überreden über die Versicherung, wie das ist mit Autoversicherung, Motorradversicherung. Das ist alles verschieden. Oder Hausversicherung, Lebensversicherung, allen drum und dran. Nur ich halte viel nicht von Versicherung. Man kann alles kaufen und versichern, aber es ist mir eine Frage, bekommt das auch nachher, wenn das wirklich kommt. Das ist nicht in Deutschland. Ich habe in Deutschland nur 3 Versicherungen. Haus, Rad, Haftpflicht. Meine Krankenkasse, mehr wollte ich nicht. Ich habe früher auch viel gehabt, aber wenn es um Bezahlen geht, kann man vergessen. Und da drücken sich alle gerne. Haben wollen sie von deinem Geld, aber nichts geben. Das ist in Thailand genauso. Und genauso Geld auf dem Sparbuch. Durch heutzutage würde ich sagen, bringt das nicht, das Geld auf dem Sparbuch zu bringen, weil die Inflationsrate ist sehr hoch. Weil es ist irgendwann eine Krise, wo man sagt, der eine will mehr haben als der andere. So wie jetzt in Europa mit Ukraine. Wenn das losgeht, fallen die Börse, ist dein Geld nichts mehr wert, weil die Inflation höher ist nachher.
Weil die Industrie haben die Macht, die wollen auch verdienen. Und die verdienen gar nicht schlecht. Nur die Lebenshaltung in Thailand ist auch etwas gestiegen. Aber man kann mehr erlauben. Und ich setze mein Geld, ich kaufe Land durch meine Frau. Und wenn sie geht, verliere ich ja nicht alles, weil ich verheiratet bin. Steht mir auch die Rechte dazu. Ich habe auch Belege, dass ich ihr das Geld gebe. Dann verliere ich gar nichts viel. Verlieren tust du überall im Leben. Und ich baue Häuser und vermiete sie. Ist zwar nicht viel, aber das Land ist ja nicht meins. Aber wenn ich mich scheiden lasse, oder sie geht, kann ich immer vor Gericht sagen, ich habe es bezahlt durch die Belege. Dann heißt das, du verlierst halb und halb. Das ist genauso in Deutschland. Wenn du was kaufst, ist das die Hälfte dir und die Hälfte dir nicht und so. Nur die Häuser laufen auf mir und du kannst sagen, 2x30 Jahre Pacht drin. Ich besitze gar nichts. Nur du musst erst einen Käufer finden. Zurzeit findest du viele Käufer, die Häuser kaufen. Weil sie merken im Detail auch, das Geld auf dem Bank bringt nichts. Gold ist eine Ware. Das kann fallen, das kann hochgehen. Ist auch Risikogeschäft. Das ist Spekulation. Und kannst du gewinnen, kannst du verlieren, weil Gold schwankt. Grundstücke gibt es ja nicht viel. Und Grundstückpreise steigen nicht viel. Es kommt aber auf an, wo. Ich lebe nur 30 Kilometer von Korat entfernt. Korat wird ja größer in der Stadt. Die bauen ja auch aus. Jetzt haben sie eine Schnellstraße oder eine Autobahn gebaut nach Bangkok. Viele fahren später, wenn so Feiertage ist, von Bangkok nach Hause. Das habe ich auch gesehen. Und viele kaufen auch dann Grundstücke für später, für, wenn sie alt sind, bauen sie ein Haus und so. Grundstücke sind auch knapp in Thailand. Und wenn das ein sehr gutes Grundstück ist mit einer Asphaltstraße, mit Telefon, mit Strom und dann steigen auch die Preise. Es ist immer verschieden. Und so. Das hinter mir ist noch ein Grundstück frei. Die Verkäuferin will viel mehr haben, als was ich bezahlen will. Es ist ein schmales Streifen von 2 Rai. Da wollte sie 750.000 Rai. Teilbart haben für 2,5 Rai. Ich finde das so auch überteuert. Ich habe ihr ein Angebot gemacht. Ich zahle nur 500.000 Teilbart für 2,5 Rai. Weil das schmal ist, keiner will kaufen. Ich würde es kaufen, dann kann ich ein bisschen Farmland machen. Und was gleich hinter meinem Grundstück ist, dann habe ich 2 Straßenzufahrten. Und wenn der nächste Bauer was verkaufen würde, kann ich dazu kaufen, da habe ich hinter mir gar nichts. Und ich habe 2 gute Nachbarn, die kann gut reden, sind hilfsbereit. Nicht so wie die Deutschen, wir haben uns geeinigt, wenn das Hochwasser ist, wir haben einen Ablauf über die Straße, da haben wir einen Zulauf gemacht, damit hier hinter das Land nicht überschwemmt ist, wie dies Jahr. Da haben sie einen Teil gegeben, ich habe einen Teil von meinem Grundstück gegeben und so kriegen wir keinen Streit. Ich will meine Ruhe haben, die wollen was haben. Dafür habe ich auch gesagt, wir machen den Graben und die pflegen auch den Graben. Auch vorne bei mir an den Straßen an den Graben. Das machen sie auch. Wenn ich jetzt zuschütte, überschwemmt das Land hinter mir. Und davon habe ich auch nichts. Mich stört es nicht, ich liege sehr hoch. Und aber man will keinen Streit haben, denn du brauchst die Leute auch irgendwann. Und ich weiß ja nicht, ich freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Und ich mache es freiwillig alles, um die Leute so ein bisschen zu erklären, wie Thailand ist. Und wir können über alle Themen reden, so über Hausbau, Autokauf, Kredit, Leben, Leben als Rentner, mit den Behördengängen. Und so, ich habe in Amerika auch viel dazugelernt, ich habe auch Englisch gelernt, Thai ist immer besser, wenn man was lernt,
das tue ich auch gerade. Man muss immer im Land leben, dass man auch die Leute unterhalten kann und ein bisschen verstehen kann, wenn man zu Behörden geht. Englisch ist zwar leichter als wie Thai. Ich habe 15 Jahre gelebt, ich musste Englisch sprechen, ich habe da auch gut verdient und so und alles. Ich habe auch eine sehr gute Arbeit gehabt als Maurermeister und so. Aber ich finde, jeder Leute, die sollen selbst lernen. Man kann nur was dazu lernen, wenn was anderes erzählen, aber es ist nicht gleich überall. Ich würde gerne über mehrere Themen reden, was ihr wollt. Ich kann auch das Land mehr erzählen. Ich kann auch sagen, wie die Geschäfte hier sind. Und so, ich bezahle auch nie den vollen Preis. Ich gehe immer ein bisschen runter. Ich handle auch gerne. Und ich freue mich, wenn ich mehr Abonnenten habe. Das ist heute mein erster Tag und so. Ich setze auch dann öfter mal Bilder rein oder Videos von dem Hausbau, wenn ihr Fragen habt über die Ämter und so. Das macht alles mein Architekt, aber ich kann immer nachfragen. Nur, ich habe von den Architekten schon viele Häuser gesehen, was er gebaut hat. So, das waren viele Europäer und sehr gute Häuser, waren zufrieden. Ich habe mir die angeguckt, auch gesprochen und so. Ich habe auch viele Europäer gesehen, die so kleine Bauunternehmer nehmen, so aus dem Dorf. Wenn ich die Häuser so sehe, ist das für mein Geld nichts wert, weil ich da schon nach 4-5 Jahren Mängel sehe und so. Ich wollte auch ein Haus so etappenweise, aber Material ist sehr teuer geworden. Innerhalb 3 Jahren sind die gestiegen. Zement, Eisen ist gestiegen, die Löhne ist etwas höher. Wenn du einen guten Handwerker haben willst, dann kannst du nicht mit 400 Teilbad pro Tag abspeisen, dann musst du schon 700 bezahlen. Und Zement ist auch teuer, so wie Beton, 1 Kubikmeter 2300 Teilbad plus Lieferung 250. Die roten Steine sind teuer, aber man kann sagen, sie sind teilweise stabiler. Man weiß ja noch viel, nicht viel in der Teile, wie das mit dem Regen ist, wie versetzt sich das Stein und so. Durch Luftfeuchtigkeit und viel Regen. Man weiß das nur in Europa, wenn der Stein viel Wasser hat, zerfällt er. Und bei Tonstein nicht. Ich habe einen Tonstein mit Luftschicht drin. So soll das gebaut werden. Auch das Dach mit Isolierung. Das sind Pfannendach aus Beton. Und dann eine Decke drin. Betondecke mit Isoliermatten obendrauf. Damit man die Hitze nicht durchgeht. Wenn ich die Tonsteine nehme, die haben auch schon Luftkammer, das sind die größeren Tonsteine, kostet auch mehr. Und dann die Luft, was dazwischen ist, die 15 Meter, das ist eine Sperrschicht. Und die Deckenhöhe sind bei mir 3 Meter hoch, damit das die Hitze nach oben steigt und damit es unten kühl bleibt und so. Später, wenn das Geld wieder da ist, dann will ich Solarzellen machen und so. Das könnt ihr alles später sehen. So. Auch die Außenanlage ist ein bisschen anders. Ich habe da 2 Reihen. Eine Reihe ist nur schon für das Haus weggegangen. Und ein bisschen Sportplatz. Und dann ist das ungefähr Einreinung, ein bisschen für Pflanzen, für mein Carport, für 2 Autos. Und da kommt dann noch ein Swimmingpool, dann kommt mein Pumphaus, dann kommt mein Hobbyraum. Dann sind die 2 Quadratmeter auch nichts mehr. Und die Mauer muss ich noch ziehen, die mache ich selbst, weil das ist ein bisschen Beschäftigung für mich. Und so, ich würde mich gerne freuen, wenn ein Daumen hoch ist und ich habe mehr Abonnenten, die Interesse haben, auf meinen Kanal zu sehen und Fragen haben. Ich kann soweit Antworten geben, was ich weiß. Ich kann mich erkundigen auch. Das ist kein Problem, würde ich gerne machen. Ich helfe gerne anderen. Okay. Und dann, wenn ich wieder Zeit habe, setze ich wieder was Neues rein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.